Hallo, liebe Zuschauer. Ja, schön, dass ihr angeschaltet habt. Wir sind heute im Gespräch zusammen mit Bianca Maria Wedel. Hallo, Bianca. Hallo an alle. Ja, wir haben schon mit dir zusammen viele Videos gemacht zum Thema Energie und Aura und Zähnen. Es gibt eine Playlist, die ihr auch auf YouTube findet. Und heutige unsere Thema ist Lichtfeld erhöhen bzw. die Chance, die neue Zeit. Es geht darum, dass wir diese mentale Vergiftungsebene verlassen und endlich mal in unsere wahre Größe zurückkommen. Also diese Größe, welche uns in die heutige Zeit eigentlich möglich ist, endlich mal. Wie siehst du das? Ja, die jetzige Zeit gibt uns eine wunderbare Gelegenheit, genau das zu erfüllen, zu reflektieren und zu erspüren, wer wir wirklich sind, was wir bereits gelebt haben, ob wir das wirklich noch wollen und ob wir jetzt wirklich auf diesen großen, unendlichen, göttlichen Zug der Erneuerung aufspringen wollen. Erwartet auf uns. Es geht darum, dass wir unser Geburtsrecht jetzt nutzen. Und die Energie, die folgt immer der Aufmerksamkeit. Wir haben eine freie Wahl, wie wir über etwas denken wollen. Wir haben auch eine freie Wahl zu entscheiden, wie gehe ich mit der Information um, die andere denken, was deren Glaubenssätze und Mentalenergien sind. Wichtig ist, dass wir uns gut spüren können, dass wir in unserer Mitte sind und bei dem allem, was im Außen, wie du es genannt hast, als mentale Vergiftung so unterwegs ist, haben wir auch eine einmalige Chance, nämlich zu schauen, wo können diese Energiefelder in uns noch Emotionalkörper, das ist der Sitz unserer Gefühle und Emotionen, triggern. Und wenn da noch was hochkommt, lasst es uns als ein einmaliges, wunderbares Geschenk jetzt der Heilung, der Integration sehen, wie einen Abschluss. Und dann gehen wir sozusagen in unser neues Feld. Wir befüllen unser neues Gefäß, was das Alte ist entleert, das Alte bricht gerade weg. Es ist ein ganz, ganz großes Potenzial einer unendlich neuen Chance da. Lasst es uns als ein Gefüllegefäß bezeichnen, was wir jetzt mit unseren wahren Werten, mit unserer wahren Größe, warum wir hier angetreten sind, warum du jetzt atmest, für das, was du stehst, befülle es. Befülle es in deiner Wahrhaftigkeit. Und gerade da, wo so viel Altes in Transformation ist, haben wir im Gegenpol die riesengroße, selbstermächtigte Chance der Erneuerung jetzt. Ja, genau, weil alle Erneuerung, alle neue Dinge, die gehen ja ein bisschen mit Schmerz. Also klar, die Transformation ist immer zuerst Schmerz und dann kommen wir in die neue Energiefelder hinein. Also das ist auch so irgendwie normal. Klar, wir müssen das Alte verlassen, das Gewohnte verlassen, die Energiefelder, wo wir wirklich uns scheinbar sicher gefühlt haben, existieren plötzlich nicht mehr. Und gerade jetzt ist deswegen so wichtig, dass wir ganz genau unsere Aufmerksamkeit definieren, wohin soll es fließen. Und weil wir durch diese Aufmerksamkeit uns selbst erschaffen, unsere Realität erschaffen und diese neue Gefäße befühlen. Deswegen ist das Gefühl in mir, wie geht es mir heute, wie fühle ich mich, bin ich in mir, bin ich in dieser Verbundenheit mit mir selbst und mit der gesamten Welt so entscheidend, wie wird das Leben einfach morgen sein, für jede einzelne von uns. Klar, wir leben in unsere gemeinsamen Energiefelder, aber jeder Mensch erschafft auch ihre eigene persönliche energetische Feld. Und indem wir wirklich wahrnehmen, wie fühle ich mich, um diese Gefühle wirklich zu kontrollieren, indem ich sage, durch meine Aufmerksamkeit kann ich in mir etwas erschaffen, was sich gut anfühlt oder nicht gut anfühlt. So erschaffe ich dann praktisch meine Zukunft und befühle mein energetisches Feld.
welche auch meine Vitalität bestimmt, welche auch meine natürlich Energiefeld bestimmt und weil es alles, was mit mir dann in Resonanz kommt, bestimmt. Ja, und wir sind sozusagen die, wir können jetzt entscheiden, wirklich, auf was wollen wir resonieren, auf was wollen wir nicht mehr resonieren und wie setzen wir wirklich unsere Kräfte in unserem Leben jetzt ein und um. Also wir haben jetzt eine großartige Chance, auch mal so in alle möglichen Lebensbereiche zu gucken, wie lebe ich gerade, welche Werte habe ich zuvor gelebt. Ich möchte mich als konkretes Beispiel nehmen. Vor dieser ganzen Zeit der Wandlung war ich immer und ständig beschäftigt und habe mir immer mehr Freizeit gewünscht. Ich hatte so eine Sehnsucht nach der Natur. Und jetzt ist es so, dass ich in dieser Zeit meine wahre Größe über die Verbundenheit mit der Natur, mit den Naturwesen, mit der Sonne, mit der Mutter Erde gefunden habe. Und ich bin der jetzigen Zeit so dankbar, dass ich die Zeit geschenkt bekommen habe, mich selbst als das, was ich bin, über die Freiheit der Natur zu erfahren. Also wir haben jetzt auch eine Chance, neue Quellen zu erobern, neue Kraftorte kennenzulernen und uns daraus zu spüren, wer wir wirklich sind und was wir jetzt brauchen. Weil nur wenn wir uns spüren, können wir die Chancen jetzt auch kreativ in unseren Alltag umsetzen. Ja, ganz genau. Und dieses Jahr hat dadurch auch was Magisches uns mitgebracht, uns Menschen, wo das Jahr noch nicht begonnen hat. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe mich gefragt, was bringt uns das? Welche neue Energie kommen auf uns zu? Und da kam immer bei mir im Sinn, es ist eigentlich Meisterzahl, also 2020. Und dann, wo diese ganze Geschichte hat angefangen zu beginnen, das habe ich erst mal gedacht, ja, wo ist das? Also wo gehen wir hin? Und wo ist die Meisterschaft? Das war natürlich erstmal etwas verborgen. Es kann auch für viele heute noch verborgen sein. Aber gerade die Chancen, die entstehen durch das Brechen von den alten Strukturen, ja, und diese alten Strukturen, die sind schon lange so überrollt, dass wir wirklich mit unserer wahren Größe nicht dadurch wieder gelangen könnten, weil das hat uns ja durch diese scheinbare Sicherheit so festgehalten. Ja, alles ist gut, alles ist so scheinbar sicher. Und jetzt, wo natürlich das alles bricht, in diesem Meisterjahr, geht es darum, dass ich tatsächlich Meister werde, nicht nur in meine Gedanken, dass ich mich als Meister meditiere, sondern in meine Tatkraft, wo ich tatsächlich mich ermächtige, das zu tun, was ich schon immer tun wollte und es wirklich auch umsetze. Ich sehe in die Zukunft wirklich diese Klarheit und ich sehe lichtvolle Zukunft auf uns zukommen, auch wenn es nicht einfach vielleicht wird, diesen Weg dahin. Aber endlich fühle ich so eine richtige Freude, dass etwas passiert in dieser Welt, dass die Leute ganz anders heute ihre Familie betrachten. Nicht so einfach selbstverständlich die Natur betrachten, nicht selbstverständlich die Ressourcen betrachten, ja. Und das ist wirklich diese Beginn, wirklich diese neue Chance, welche wir nutzen sollen. Und Aufgabe ist nur, diese mentale Vergiftungsebene zu verlassen und immer schauen, wo geht meine Aufmerksamkeit hin. Ja, und die Aufmerksamkeit sollte auch dahin gehen. Das war so die Botschaft für 2020 und darüber hinaus, was ich gespürt habe, nämlich unser wahres Wesen zu leben. Und wir haben jetzt dadurch, dass so viel Altes wegbricht, können wir neu aussortieren. Wir können in unserem Alltag, aber auch emotional, geistig wirklich ausmisten und entmüllen und diese freien Ressourcen dann mit unseren neuen Lebensinhalten befüllen. Das heißt, was kann ich tun innerhalb meiner Partnerschaft, dass ich mein wahres Wesen leben kann? Was kann ich tun? Ich sage zu meinem Partner, ich möchte ab jetzt, dass ihr alles
aussprechen trauen, das Gute, aber auch das Belastende. Ich bitte darum, dass wir eine wahrhaftige Kommunikation leben. Ich lade dich auch dazu ein. Wie kann ich mein wahres Wesen erleben innerhalb meines Familiensystems? Dass ich mich eingebunden fühle in meinem Feld meiner wunderbaren Lieben, aber trotzdem ich mein Individuum bleibe, in meinem freien Raum für mich. Ja, welche Werte will ich innerhalb der Familie leben? Wenn ich jetzt nicht mehr so oft mit dem Auto zur Arbeit fahre, habe ich mehr Freizeit. Ich kann zu Hause neue Kurse starten, neue Projekte starten. Mit welchen Werten will ich das Ganze bestücken, dass ich mein wahres Wesen leben kann, meine wahre Größe? Also es geht wirklich darum, dass wir uns vielleicht auch daran gewöhnen dürfen jetzt. Das ist ja auch unser Geburtsrecht, dass wir freie Wesen sind und dass wir die Möglichkeit haben, jeden Tag mit jedem Atemzug was neu und anders zu machen. Ja, ganz genau. Das ist ganz tolle Worte zum Schluss. Und liebe Zuschauer, bestimmt kennt ihr jemand, der jemand kennt, der genau dieses Video jetzt braucht. Verteilt es weiter. Also es gibt immer neue Chancen. Es gibt immer eine tolle und helle Zukunft. Wir sind selbst Architekten unseres Lebens, Architekten unserer Seele und unseres Zukunfts. Deswegen lass uns zusammen mit dem Herz, vom Herz zu Herz uns miteinander verbinden und diese neue Welt kreieren. In Freiheit, in Schönheit, in Licht und in Freude. Gibt es weiter dieses Link und natürlich gibt es noch weitere Videos zusammen von uns zwei, also von mir, Lumira, und von Bianca. Also in diesem Sinne alles Gute und freudige Zeiten. Alles Liebe, tschüss.